Servus Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Minecraft Ultra Hardcore Season. Wir sind im Nether und helfen gerade Tim dabei, seine Level ein bisschen aufzupolieren. Ja, und erkunden dabei das ganz kranke Zeugs, was hier so im Nether gibt. Also unter anderem Schlachtwege von, was weiß ich, ist das Schlachtfelder. Das ist halt echt nicht, das ist halt echt Guck krass, dir was das an! Gibt. Junge, erstens, der lebt total so krank wie noch nie einer zuvor. Und schon wieder, guck dir das an! Geh nicht rauf! Ich weiß, was da passiert. Oh, nee, hier jetzt nicht. Geh noch nicht. Aber hier. Hier an den Stellen, ja, überall. Da ist ein Loch. Ja. Ey, ganz ehrlich, das ist einfach so krank. Unten kommt Gast. Aber wir müssen aufpassen, dass wir jetzt. Wir sind da frei ziemlich wegen Gast und sowas. Ja, wir ziehen eh nach Hause. Ich habe keine Spitzhacke mehr fast. Also meine Spitzhacke ist fast komplett kaputt. Warte mal. Ich hab eh jetzt 18 Level, das wird das mal wieder für eine Zeit lang reichen. Ja, warte trotzdem, ich will den Gast noch töten, einfach so, weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht zu töten. Ja, das sowieso. Ei, jetzt hab ich ihn getroffen. Warum hast du den Gast getötet? Es hat mir Spaß gemacht, ihn zu töten. Ja, sicher, ist halt ein Bastard. Nur so. Klar, wir haben jetzt wieder Ausdruck gesagt, jetzt müssen wir eigentlich ein Piep einführen, aber machen wir nee, eh das nicht. Tue ich nicht. Also, ich will nichts sagen, aber auch wenn ich als kinderfreundlich gelte. Das gilt bei mir nur für Nintendo Let's Plays, da Minecraft nichts Nintendo-mäßiges ist. Ist mir das eigentlich ziemlich dreck egal. So, jetzt müssen wir da wieder durch. Willkommen am Spiel. Also, das ist bis jetzt mit Abstand der geilste Nether, den ich jemals in meinem Leben hatte, glaube ich. Also, Festungen, wo das auch gereicht. Und Löcher. Naja, halbes Head Damage ist okay noch. Ja, warte. Kann ich noch nehmen. Bei mir ist scheißegal, weil ich nehme keinen Fall Damage mehr, keinen richtigen, weil ich später mal 4 hab. Wollen wir kurz in die Festung da hinten gehen, die wir gefunden haben? Welche Festung? Oder nicht? Achso, die anfangs die Festung? Ne, die andere, wegen Lohnstaub noch ein bisschen. Ja, können wir machen, kein Problem. Weil ich hab, wir haben kein, ja ich hab kein Problem damit. So, da ist wieder ein Gast, der ist verschwunden, alles klar. Ein Geistergeil. Da ist ein noch, Alter, da ist so viel Quarz noch erhoben. Moin, ich habe aber jetzt keine Spitzhacke mehr, leider. Ja, ich habe noch eine. Aber meine geht auch bald zur Neige. Ich muss sie reparieren, weil das Glück drauf. Glück möchte ich ehrlich gesagt nicht verlieren. Ich auch nicht. Also wenn wir wollen, können wir jetzt ganz kurz bevor wir ins Portal gehen, gehen wir unseren gleich vor unserem nee, Portal. Nee, komm, wenn, dann machen wir einen Lohnstopp gleich. Das ist ja gleich fertig. Das brauchen wir nicht lang. Ja, meine ich ja. Vor unserem Portal ist doch gleich die Netherfestung da. Nee, hey, dann laufen wir jetzt mal zurück und holen uns das. Bumm. Oh scheiße, das war ein bisschen zu hoch. Wie viele halten eigentlich Federfall 2? 4? Meinst du so 4, oder? Ah, 4. Ich glaube, du kannst mit Federfall 4... 4 Blöcke, glaube ich, aushalten. Nee, also ein normaler Spieler schiebt, glaube ich, bei 24 Blöcken. Ach, hier hoch. Also ohne irgendwie Schutz und so, also 24 Blöcken Fall. Mit Federfall, glaube ich, kannst du, glaube ich, 50 oder 60 aushalten, bin mir nicht sicher. Junge, ich verliere schon fast einen ganzen Heilungstrang zu diesen dadurch, nur weil ich die ganze Zeit so laufen musste und der Fall, dieser Stoppmoment, den ich hier vor diesem Naja, Soul weil wir sind ja noch immer unter Druck, wir wollen jetzt endlich mal zum Drachen kommen und wir sind halt fast bei Folge 30, Junge. Magma-Slime können wir gut gebrauchen. Nee, pass auf, der macht viel Damage. Lass mich killen mit dem Bogen. Achtung, der kommt weit hoch! Hinter dir! Ich mach das für dich! Nein, ich mach das nicht für dich! Alter! Deswegen sag ich... Oh, scheiße, ich hab 3,5 Herzen. Lol, fällt mir erst jetzt auf. Leck mich am Arsch. Boah, sind das viele Level. Meine Fresse. Die gönne ich mir gleich alle. Oh, Level, ja. Hä? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Das ist doch ein einsamer Block. Da ist doch ein einsamer Drink drin gewesen. Okay. Eine Frage: Wie viel Magma-Cream hast du jetzt? Eine. Hey, warte, dann hier. Ah, nimmst du schon mal den. Vielleicht sparen wir uns kurz einen Platz. Weil jetzt müssen wir kurz nochmal zum Lohnspawner hin. Der, ja, genau. Mhm. Ich weiß schon, wo es hingeht. Und jetzt einmal rechts bitte abbiegen.
Jetzt auch nochmal richtig viel Netherquarz. Ja, warte, ich hole ich mir gleich. Gönn ich mir. Ich habe ein Plünderungsschwert, stimmt, ich habe ein Plünderungsschwert dabei. Dann kann ich gleich so ab die Leute töten, die Viecher töten. Passt trotzdem auf, ich würde das Plünderungsschwert gerne auch bei den Endermen dann später anwenden. Ne? Also ich merke, wie Ja. gesagt, Folgendes. Ich werde in der nächsten Hardcore-Season nur noch auf die Farming-Dinger achten und erst wenn ich alles habe, werde ich mich um mich selbst kümmern. Sprich, Plünderung. Wichtig. Tränke. Das sind alles so Sachen. Also Jetzt habe ich Plünderung für schon. Enderperlen, das sind alles so Sachen, die wir brauchen. Ah. Boss, nächster Spawner. Komm schon. Ich schaue mich dabei nochmal in der Festung ein bisschen um. Vielleicht gibt es noch irgendwas zu holen. Und gib's mir, los, gib's mir. Mann, Ey, drop doch diese. mal was Nee, die. die Festung ist so unnötig, sorry, aber. Da gibt's nichts zu holen. Ja, leider. Leider, leider. Also die eine Festung, wenn die größer gewesen wäre, so wie die zweite, dann hätten wir es auf jeden Fall viel einfacher. Mann, kommt schon, Lohn. Ich brauche noch mal ein bisschen was von euch. Aber ich habe nur einen Stab jetzt von euch noch mal bekommen. Das sind gerade mal zwei Powder. Wie soll ich meine Kinder ernähren? Ja, mit Gunpowder oder was? Ja, klar. Gunpowder von Gunpowder. Gunpowder hast du gerade vorhin gesagt. Oh, der war gut, der war schon da. Der hat gesagt, ey, ich bin reich, gib dir gleich zwei von meinen Tausenden. Aber hast du es dann? Ich würde dann gerne wieder rausgehen auch. Ja, warte, ich will wenigstens vier haben, da habe ich wenigstens genügend vier, Ja, aber aber ich fänge ich gehe später nicht. trotzdem schon mal raus und schau mal schon um Enderman. Jo. Wollen wir dann wieder zusammengehen wegen Enderman? Ja, Zusammengehen? eh, aber ich schau mal, ob überhaupt welche in der Nähe sind. Dann verfolge ich die derweil und du kommst nach. Jo. Obwohl, dämlich ist es eigentlich schon. Wenn ich jetzt einfach so gehe. Gut, Kap 4. Ich gehe erstes Mal. Du Du. Ich verschwinde aus diesem Drecksloch. Stink mir nach Scheiße. So, schauen wir mal, ob draußen Nacht ist gerade. Es ist Tag, verdammt. Du Norm du du Im du Normalfall ist du. doch Du du immer. du Im Fahne Normalfall. Wender, Fahne Wender, Schwabbel, Dachwender, Wender. Kann ich Kennst du den verstehen. Spruch von. Kennst du den Song von SpongeBob? Ja, ich kenne den. Fahne Wender, Fahne Wender. Steuer- und Backbordaufsetzer. Genau, Steuer, Backbord, Aufsetzer. Ey, ganz ehrlich, das ist Kindheit bei mir. Ich Ist meine, jetzt wenn du Minecraft bedenkst, dass abgestürzt? sich die Kinder heute alles angucken, dann muss man Selber schon mal, ist sagen, Minecraft jetzt abgestürzt? da ist halt. Ey, Mann, da ist nicht. Weißt du, was ich jetzt tue? Ich gehe mal auf dieses Eisbiom hin, eventuell ist dort was. Oh, doch nicht abgestürzt. Da ist nichts, ich war da schon gewesen, da bin ich fast nur gestorben, das weiß ich Ja, noch. aber man weiß ja nicht, eventuell hat sich da was geändert. Da ist ein Pferd. So. Weil es halt freie Fläche ist. Vielleicht ist dort perfekter Spawn für Was? Enderman. Für Enderman? Du, verdammt. Da müssen wir so Alter, drüber. dann haben wir aber heute wieder die ultimative Aufnahmesession gehabt, die wir Ey, und dann. Alter, wir haben heute, glaube ich, wenn ich jetzt richtig. Also, wir hatten jetzt vorhin schon 2 Stunden wieder. Und wenn wir jetzt auch wieder auf 2 Stunden machen, sind das wieder 4 Stunden und wir haben wahrscheinlich wieder so um die 10 Folgen geschafft. Vor allem, weil Oh. die eine Folge hat ja ein bisschen länger gedauert, die andere wieder ein bisschen kürzer, die eine wären wir fast gestorben zum Beispiel, deswegen hat das länger gedauert. Das war halt Eine große Tara. besoffen as fuck, aber egal. So, wir können auch gleich in den Angriff von Nera sei schon wieder auf Enderman gehen. Jupp. Ich Ich muss will noch ein paar, nichts. wenn wir wieder in den Nether. Mann, was habe ich jetzt mit Nether, Alter? Du Wenn bist wir auch wieder in so den Nether. netter, ja. Ach, scheiße, warte, da geht's nicht weiter richtig. Also wenn ich da runterspringe, bin ich tot, das weiß ich. Wenn wir Deswegen. jetzt gleich hier nochmal raus, also raus in den, nehme ich jetzt mindestens zwei Stacks Blöcke mit. Zwei Stacks. Ne, also nehmen wir mal, ich nehme mal drei Stacks mit. Ich weiß ja nicht. Ja. Dann sind wir fett. Oh Gott, fuck, ich hab mich gerade erschrocken. Okay. Bin ich gut. Ja, wenn da jetzt kein Block gewesen wäre, wären das wahrscheinlich 5 Jahre. Naja, wegen Federfall nicht. So, jetzt kann ich mein ganzes Schwert. Das wird jetzt ein ultimatives Pulverschwert. Nehme ich das jetzt mal.
Und wenn ich es größer schwert? Also ein Toniax-Move möchte ich heute, sorry, den möchte ich nicht machen. So, jetzt nein! Ist mein Schwert. Verbrennung 2, Schärfe 2, Plünderung 1, Rückstoß 2. Das ist ein Schwert. Bitte sag jetzt nicht, komm, das tust du mir nicht an. Das tust du mir an, Internet! Was passiert? Ich glaube, ich bin raus. Flogen? Ja, ich ist leck gerade alles rum. Ich werde wahrscheinlich gleich Verbindung verlieren, vermute ich mal. Also, kann mir, dann also, auch, ne? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das noch da ist. Hä? Was da los? Papa, los, Digga, muss los. Du, 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 du. Aber ich disconnect doch nicht. Also mein Internet probiert's gerade noch. Ich kann Nein. Was ist denn? Kann Plünderung 2 machen schon. Ach, was ist denn da los? Warte mal. Boah, aber 17 Level. Ey, hier muss ich ja gleich wieder in die Hölle gehen. Hey, da steht erfolgreich! Ich check's nicht! Ich will aber nicht nochmal in die Hölle gehen. Also ich lasse das kurz mal überprüfen. Warte mal, ich werde wahrscheinlich gleich disconnecten. Da seht ihr jetzt mein richtig scheiß dummes Internet, was nichts kann. Nur so mal nebenbei. Damit ihr halt wisst, warum ich nur 2 Folgen oder eine Folge am Tag machen kann. Alter, gibt euch das. So scheiße muss man mal sein. Ah, ich hoffe, jetzt funktioniert es wieder. Bitte. Komm, also ich jetzt noch immer nicht disconnecten. Hey, würde ich halt Plünderung machen. Ich brauche halt nur 17 Level. Ach komm! Noch 10. Mal kurz mal rausgehen. Markus, ich brauche kurz mal nur 10 Level, ja? Ja, mach das. Ich muss dabei kurz mal rausgehen. Bitte. Danke. So, probieren wir es nochmal. Junge, 10 Level, Alter. Oh. Bis Level 17 wieder leveln. Okay. 10 Level nochmal holen. Ladet wieder, bitte. Ja. Komm. Kommt noch was? Ah, so gefällt es mir gleich besser. Danke. Aber kurz ein kleiner Disconnect, ohne dass sich was getan hat. Noch da, Tim? Hm? Okay. Ja, ich nehme so. Nehm dann mal die ganze Kohle mit, die was ich dann noch fehle, weil bringt auch ein paar Level. Und vor allem, glaube ich, haben wir eh keine Kohle. Ein bisschen Kohle haben wir noch, glaube ich, ein höchstens ein Stack, aber wir müssen auf jeden Fall wieder in die Höhle mal gehen. Kohle ist halt echt unser kleinstes Problem. Ich nehme da kurz mal ein bisschen was mit. Wir haben einen Stack insgesamt, glaube ich, nur noch so halbwegs zusammen erinnert. Ja, weil ich gerade am Berg da oben bin, denke ich mir so, komm, Kohle, warum nicht? Alter, ich brauche noch 9,5 Level, dann könnte ich Plünderung 2 machen. Ja, das ist erst Plünderung 1, was du hast. Ja. Achso, ich dachte, das wäre schon Plünderung 3 direkt gewesen. Nein, das wäre ja. Dann hätte ich ja aus, dann wäre ich im Ragequit-Raum gegangen. Aus Spaß. Ja, auf jeden Fall, wir haben zu viele Fehler gemacht. Wir könnten schon so weit sein. Also, wir hätten direkt alles auf Level 30 Enchantment setzen müssen von Anfang an. Ja, könnte aber auch gleich zum Anfang keiner wissen, dass es so endet. Ich habe damit generell nicht gerechnet. Vor 2 oder 3 Folgen hätte ich noch gedacht, wir sterben in der Nacht bei den Phantomen. Ja, generell hätte ich erwartet, dass wir nicht weiter als. Oh mein Gott! Generell hätte ich erwartet, dass wir nicht weiter als Folge 2. Hier ist ein Wasserloch. Hier sind mindestens Minimum, würde ich sagen, jetzt Minimum 10 so eine Viecher drin. LOL! Das waren jetzt viele Herzen. Was? Das waren jetzt viele Herzen. Die was mit der Fall Damage gemacht hat, das waren jetzt um die 10 Blöcke. Das habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt. Alles gut, Tim, alles gut. Dacht schon, Alter. Auf einen Heilungstrank reicht's mir ehrlich gesagt noch nicht. Ja, sicher, ins Loch reinfallen, das kann ich gut. Ach Gott. Hey, Controller, was ist mit dir los? Saufst du heimlich oder warum spackst du rum? Rauchst du heimlich? Saufst du.
Komm, bitte, da müssen doch wieder Endermen sein. Ich werde mir jetzt durchlesen, wo die Endermen am häufigsten spawnen und dann weiß ich das. Ach, Tim, da bist du, hallo? Mal her. Buh. Nee, nicht rein. Wie viel? Keine Ahnung, wie viel. Oh, geil. Die kommen hoch. Die kommen hoch! Scheiße! Lauf! Die kommen hoch, du Verdammter! Alter, was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen eigentlich? So. Da kommt ein Zombie hinter mir. Oh mein Gott, Alter, glücklich, dass ich mich umgedreht habe. Wenn mich der reingestoßen wäre, ist RIP. Wie viel Damage machen die? Da ist ein Bewohner auch noch drin. Ein halbes Herz war ein ganzes Herz, glaube ich. Genau weiß ich jetzt auch nicht. Okay, das könnte aber unsere EP-Lücke sein. Muss ich auch so gestehen. Aber mach das bitte nicht nochmal. Die kommen da nicht raus. Ha. Hätte nicht gedacht, dass die da rauskommen. Das war irgendwie klar. Da war ein Ding. Alter, wie viele vier sind denn da noch? Schau dir das an. Warte mal, wir sind ja bei Folge 27, oder? Könnte es sein, ja, dass wir mittlerweile ziemlich nah an Nacht 50 kommen, was du mal erzählt hast? Ja, das könnte selbst sein. Ich glaube, da sollten wir uns jetzt echt mal beeilen, dass wir die Enderperlen haben, weil ansonsten kommt jetzt bald eine Invasion auf uns zu, die was wahrscheinlich ihren Ausmaß hat, was wir selten gesehen haben. Also Tim, schnell. Ja, ich brauche nur noch 7 Level, dann könnte ich Plünderung 2 machen. Das wäre super für die Endermänner, deswegen. Dann können wir das vielleicht abkürzen. Es würde mich ja schon freuen, wenn wir dann gleich aus einem Enderman gleich 2 bekommen. Und was ist aus den Greenie passiert? Du hast wahrscheinlich das Tor offen gelassen, kann das sein? Da ist Nein. auch noch einer. Vielleicht sind die reingelaufen, ja. Vielleicht kann es sein, dass die reingelaufen sind. Das geht auch. Na, die sind reingelaufen, weil die Tür die ganze Zeit offen war. Okay. Ist halt so. So, warte mal. Zuckerrohr kurz abbauen, können wir ein bisschen nochmal Bücher haben. Für später. Ich geh nochmal. Ich glaube, ich gehe jetzt auf Bücherregale erstmal, weil dann können wir die 3s der Fläche nicht herstellen. Und dann kriegen wir richtig geilen Shit. Dann kriegen wir auch Schutz 3 bestimmt mit Einschuss mal. Okay, wir machen jetzt eine kürzere Folge übrigens, weil wir haben eh schon zu viele lange, okay? Also, wir werden jetzt wahrscheinlich noch eine aufnehmen und dann ist unsere Season für heute beendet. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss.